Ja, herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play Minecraft Infinity. Ja, was heißt neu? Einziges, was neu ist, hört ihr vielleicht, dass die Stimme vielleicht ein bisschen anders klingt. Ich weiß es noch nicht, denn ich habe mir ein anderes Headset geholt. Und das kann sein, dass die Stimme sich jetzt ein bisschen geändert hat. Okay, ich hoffe, meine Qualität ist gut, damit es nicht so, ja, was soll ich sagen, mehr so leise und dann wieder laut ist. Ich hoffe, dass die Stimme gleichmäßig aufgenommen wird. Wir werden es dann sehen und ja, wir machen dann einfach mal Hackengas, würde ich sagen. Wir wollen mal gucken, was so die Erzgewinnung unten macht. Dann am besten Pipes mal hier hochleiten, dass man so ein bisschen, ja, der Gleiter öffnet sich und dann hier ein bisschen mal eine Decke reinzieht, neue Ebenen, Kisten hinbaut, mit Pipes vollfüllt und hast nicht gesehen. Und sich dann mal auch Sachen zusammenrecht sucht für ein ME-Drive und ME-System. Jo. So, wir gucken einmal nach. Ich weiß jetzt auch nicht mehr gerade so alles, was jetzt war. Genau, wir haben hier sogar Saphir. Ein Smaragde. Olivien. Ja, das sind so die Erze, die wir haben. Was haben wir hier so noch drin? Genug Rohstoffe, wo man mal mitmachen können. Ja, wir haben ein bisschen Gummi hier. Das zapfen wir einfach mal ab, weil was wir haben, haben wir. Da ist nichts dran an dem Baum. Auch weiter oben nichts zu finden. Nein. Na gut, dann ist da halt nichts. Da unten ist jetzt was. Da. Also bei dem ist da unten was. Da wird auch mal da wieder hinkommen. Blub, blub. Da waren aber noch mehr. Da wollte ich gerade sagen. Fliegt immer so weit weg, warum das denn eigentlich? Na gut. Nichts mehr. Hier gucken wir auch nochmal. Einmal den wegmachen, damit hinten auch noch vielleicht was dran kommen kann, falls noch eine Öffnung ist. Genau. So. Dann bringen wir das mal weg. Ach ja, wir haben ja hier unsere schönen Barrels gemacht, wo wir erstmal das, ja, das Grobe erstmal reintun können. So. So, wenn ich nochmal was in den Taschen haben sollte, kommt das da so rein. Genau, wir wollen zusehen, dass wir uns Transportsachen machen. Also das Kautschuk, das können wir erstmal auch hier hinschmeißen. Dass da erstmal ein bisschen was da rumkommt. Haben wir denn schon Pipes? Ja, hatten wir hölzerne Pipes, hatten wir uns besorgt. Pflasterpipes. Ein Motor, den nehmen wir uns mit. Den backen wir jetzt hier rein, den brauchen wir nicht. Und einen Hebel haben wir uns schon organisiert. Schaufel können wir erstmal hochmachen. Die Wolle pflanzen wir uns irgendwann an. Wir brauchen noch ein paar Pflastersteintransportrohre. Die können wir uns machen. Wir nehmen mal eben ein paar Pflastersteine hier raus. Ein Kompressor reicht auf jeden Fall. Schmeißen wir mal eben den hier hin, damit wir den Rest wieder da reinkriegen. So. Genau, so. Dann haben wir da schon mal einige. Und das war dann Stein hier. Stein da. Klaus da. 56 Stück, das sollen erstmal reichen. So. Normale Pflastersteine haben wir alles da. Kann da erstmal rein. Haben wir 9 x 64 plus 10 einzelne noch. So. Dann wollen wir da noch rüberlaufen. Gucken, was so unser Ernter so gemacht hat. Weil er macht ja immer seine 3x3. Das ist ja jetzt nicht so die Welt, dass er aberntet. Ein bisschen hat er gemacht. Der kriegt halt nur hier von dem Block aus 1, 2, 3, mal 3 nach hinten bis dahin. Wie man sieht, sind die immer leer. Die anderen sind halt voll. Da müssen wir uns mal an so ein Upgrade kümmern. Das können wir auch mal eben einmal machen. Ein Upgrade. Lapis Lazuli Upgrade. Dia ist natürlich das Beste. Radiuserhöhung um 9. Radiuserhöhung um 1. Also wir haben ja Dias, wir könnten ja auch eigentlich mal das machen. Rohplastik, das haben wir sogar alles. Das machen wir mal einfach. Wir machen das mal eben schnell, dann haben wir ein bisschen mehr Eisen.
und vom Gedöns alle. Das kann man alles schön ernten. Hier, den nehmen wir mit. Nein, noch nicht. Der ist fertig. Nein. Gut, jetzt sind wir nicht fertig. Aber wir haben schon ein paar Bärchen wieder. So. Rein da. genau, wir wollten hier das Upgrade machen. Das. Oh, guck mal. Das ist ja sogar noch besser. Pflasterstange. Es gibt sogar minus 1. Na toll. Smaragd-Upgrade. Wäre 11 weiter, bräuchte man 3 Smaragde für. Wie viel haben wir? Einen, ne? Ja, ein Smaragd. Dann nehmen wir erstmal Dias. Da brauchen wir 3 Dias. Dann brauchen wir Rohplastik. Das hatten wir auch irgendwo. Die Frage ist natürlich jetzt nur, wo wir das alles gelagert haben. Erstmal was essen. Da ist auch kein Plastik drin. Hier nicht. Hier auch nicht. Ich finde das schon auf jeden Fall. Salpeter ist das hier. Ja. Aluminium, Knochenmehl, Sand, Dings. Oder war das hier? Salpeter auch. Salz. Ja, wir haben erstmal die 10 Gummis auf jeden Fall. Was haben wir hier? Schwarzpulver. Plastikfolie. Kann man eigentlich auch die Plastikfolie wieder schreddern zu normalem Papier? Nö, kann ich nicht reinlegen. Na gut. Dann nehmen wir das erstmal so. Und legen nochmal einen da rein. Ich meine, der würde dann Plastik bei rumkommen, Rohplastik. Ja, da kommt dann Rohplastik raus. Na, noch zwei. Eins haben wir. Wir schmeißen da erstmal noch unsere Redstone haben. Schwefel können wir reinpacken. Was heißt Schwefel reinpacken? Nein, doch auch nicht. Wir machen hier noch ein bisschen Lava rein, damit er noch voll wird hier, die Energie. 3 Stück haben wir. So, dann war das in der Mitte, soweit ich das mitgekriegt hatte. Wir schauen nochmal. Genau, Redstone unten und ein Gold Nugget oder Münze war das sogar. Diamant Upgrade. Gold Nugget geht auch. Na ist super, dann nehmen wir dann Gold Nugget. Eins. Das schmeißen wir dann in die Mitte. Einmal rechts, einmal links ein Upgrade-Ding rein und dann halt die 3 Diamanten, haben wir nur 2 genommen. Ich weiß es auch nicht. So. Jetzt haben wir ein Diamanten-Upgrade. So, dann gehen wir mal darüber wieder. Und wollen jetzt mal schauen, was da los ist. So, mal ein bisschen schneller hier wieder laufen. Nehmen wir noch ein Steak, damit wir schneller voll sind. So. So. Dann mal öffnen den da rein. Haben wir jetzt schon ein bisschen Schlacke hier drin. Aber der sollte jetzt eigentlich dann auch das abernten nachher. Weil Energy hat er, der erntet ja nicht alle rundum. Der wird das ja alles so ein bisschen höher machen. Gut, ich weiß mal nicht, wie weit es jetzt nach links und rechts geht. 9 und 10 haben wir. Also die sind ja alle schon so da reingekommen. Deswegen, das soll, denke ich, erstmal funktionieren. So, dann werden wir jetzt hier noch ein bisschen wegbuddeln, dass wir hier unseren Motor dran kriegen. Wir machen das so, dass der sogar zack hier sitzt. Unten drunter. Da haben wir dann hier dann unser hölzernes Transportrohr, so ein steinernes. Wir gehen hier unterirdisch durch, damit man es nachher nicht sieht. So, dann dran weg. Und dann können wir da den dran setzen und den Hebel, weiß ich gar nicht, ob wir den jetzt auch an der Seite setzen können. Ich denke ja, dass das funktionsrichtig ist. Aber dann müssen wir da raus sein. Nee, geht nicht.
Wir müssen das hinten dran machen. So. Genau. Anschalten. Dann sieht er das eigentlich da raus mit jedem Hub. Jawohl. Das funktioniert. Wir machen das wieder aus, damit es nicht alles hier verloren geht. Genau, der macht das dann peu à peu langsam dran weg. Na komm, der zweite auch noch. Na komm. Verloren gegangen? Nee, doch nicht. Da ist er. Hat etwas länger gedauert, aber sieht. Ah, jetzt hier. Er hat gerade geerntet, die man gesehen hat. Er sollte aber eigentlich auch weiter abernten. Ja, doch, macht er. Ja, ja. Er macht's. So wie man sieht, er kommt an allem dran. Nur wie weit kommt er hinten? Das müssen wir mal eben jetzt noch mal schauen. Junge, Junge, Junge. Wir bauen uns hier so eine kleine Tunnel drunter her. So, da ist sogar noch Kohle. Alles klar. Okay, dann kann da schon wieder hochgehen, damit wir auch hinten rüberkommen. Ja, warum der jetzt hier? Ach ne, der ist bestimmt schon wieder neu gekommen. Ich denke, das wird auf jeden Fall gleich auch mitgeerntet werden irgendwann. So, diese Schlacke, ich denke, die müssen wir auch dann irgendwo abtransportieren, beziehungsweise mit Eimern wegmachen, keine Ahnung, werden wir auf jeden Fall eine Lösung für finden. So, des Weiteren müssten wir jetzt hier uns, achso, da ist jetzt schon der Aufstieg. Was machen wir denn da? Wieso habe ich denn den Stein jetzt nicht bei? Ach du, da war ein normaler Stein noch. Oh, da kommt der Cobblestone hin. Haben sie halt Pech gehabt. Gut, man kann ja leicht dann auch dann einen nach hier wandern. Das ist auch kein Problem. So, machen wir das so. Dann ist er halt einer frei, mein Gott. So. Dann buddeln wir uns mal hier so durch. Auch wenn wir die Tür nochmal neu machen müssen da oben. Aber ist völlig fubbel. Wir machen uns erstmal eine Leitung zu unserem Ofen. Damit er da in Ruhe alles durchbrennen kann. So, den noch weg. Den. Dann nehmen wir uns eine Schaufel. So. Zack. Hier wegruppen hier. So, da machen wir hier aber auch noch einen tiefer, damit wir da wieder schön Erde drüber pflanzen können. Ich habe auch keine Lust, dass man das sieht. Direkten Wege ins Häusle rein. Okay, die Fackel, die stellen wir sofort wieder auf. Was können wir wegtun hier? Stunpowder brauchen wir auf jeden Fall noch irgendwann Mana-Bohnen. Ich leide doch die Köpfe, die können wir wegpacken. Na toll. Hallo. Ach, leck mich doch. So, jetzt haben wir die Fackel hier. Müssen wir nur noch so machen. Oben wieder hinstellen. Dann haben wir das doch wieder. So, wenn wir reinkommen, ist unser Ofen ja weiter da. Wir gehen jetzt hier so dran her. Zack, 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 zack. So, hier müssen wir nochmal einmal wegkloppen. So, hier haben wir dann unser Leitungskanal, sag ich jetzt mal. So, dann können wir. Der Ofen ist ja irgendwo da. Wir machen mal hier weg. Schon mal ein bisschen Material weg. So. So. Da rein. Da war noch nichts da. Was will denn der Zombie denn schon wieder hier? Verpiss dich doch. Mitten unter auf dem Kopf. Ich lüge nicht.
du kleiner Bissfutsche hier. Satansiege. Hauptsache der da hinten erkennt uns nicht. So, schnell rein. Genau, wir wollten eigentlich nur gucken, wo der Ofen ist. Der ist ja hier. Und da ist die Axt. Da müssen wir hinkommen. Jo, da kriegen wir hin. So, was können wir denn noch reinschmeißen schon? Ach, der kann hier Mammutstamm. Ah, der kann auch verbrennen. Ach ja, ist klar. Ich hab keinen Platz, das ist doch Kackedöns. So, ich hab wieder einen Platz. So. Zuck, angeschlossen. Dann setzen wir hier außen unser Baumstämmle hin, Baumrinde. Weg damit. So, dann machen wir da noch ein bisschen Ecke zu. So, kann der da hin. Und dann gehen wir hier runter. Hier runter, dann machen wir den aber ganz unten hin. So. Der hat einen Fickeimer. Ach, ist irgendwie eingebaut hier. Wo ist die scheiß Spinne? Weg damit. Ich habe doch ein bisschen Angst, muss ich ja jetzt mal zugeben. So, zack, 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 zack. Achso, hier geht's einmal hoch. Ja, dann bist du auch noch einen. Ist jetzt nicht die schnellste Leitung, aber da das jetzt. Okay, wir hören ein Zombie. Autsch. Hier kann ich erstmal nichts tun. So. Haben wir noch Stein oder Limette, ist ja egal was. So. Zack. Rumgegangen, wir brauchen noch ein paar davon. Klim, klim. Okay, wir gehen einfach mal hier hoch. So. Einen Satz brauchen wir noch. Haben wir noch Glas. Ziemlich klares Glas können wir auch nehmen. Da können wir einfach erstmal umwandeln in normales Glas. 15 Stück. Dann haben wir... Okay, haben wir nicht. Blub. Ein Stack ist schon mal draußen. Scheiß Klee brauche ich nicht. So. Machen wir 32 da nehmen, 32 da nehmen. Haben wir jetzt mal genug wieder. So, lassen wir ruhig den Tisch drin. So. Ja, wie gesagt, das sind jetzt nicht die allzu schnellsten hier. So, der ist friedlich weggemacht worden. Heißt, wir können jetzt mal hier. Ah, ist klar. Lalalala. So. Zack, zack. Schnell, schnell. Die müssen wir direkt machen, sonst kommen wir nicht da hinten hin, wo wir hin wollen. Die tauschen wir. So, jetzt haben wir das auch angeschlossen. Dann schmeißen wir mal den an, den Hobel. Jetzt kann der erstmal dann die ganzen Items, die hier schon ein bisschen drin sind. Das sind ja doch einige, die werden dann schön geschmolzen alle. Und dann haben wir auch ganz viele Sachen, die wir nutzen können. So, dann verbauen wir uns das hier. Wir nehmen erstmal ganz normale Kobbels mal wieder. Muss ja schon wieder zurück, das gibt's ja gar nicht. Wir können es auch erstmal mit Limestone hier
zu machen. Ist ja nur hier im Bunker. So, dass man da wieder herlaufen kann. Dann haben wir noch Diorit, den wir nicht verwenden können wollen. So, hier hat noch Cobblestone drin, aber das ist auch egal. Hier setzen wir noch was anderes hin. So, bis wir was anderes haben. Slabs können wir auch nehmen. Zack, zu. So. Hier machen wir auch mal was drauf, damit das ein bisschen schön, schön aussieht. So. Hier haben wir. Du nervst aber ganz schön, muss ich dir mal sagen, ne? So. Genau, dann mal oben drüber einfach gehen wir weg, damit man ein bisschen gucken kann, was hier so Sache ist. So, was hat er denn da oben? 80% Effizienz ist vorgeladen auch, sein das Solargerät. Heißt, das funktioniert auf jeden Fall. Gut, die Schlacke, die müssen wir mal schauen, wie wir die wegkriegen. Da muss ich mich mal schlau machen. Erstmal haben wir noch unsere Tür, die wir wieder hinsetzen müssen. So. Machen wir mal schick so. So, da haben wir so ein bisschen Versatz drin. So, dann haben wir das erste. Dann müssen wir uns quasi jetzt noch eben wieder Erde leisten. Unser Kanal zumachen. Eins der Kohlen. Dann fangen wir mal hier an. Zack. Diese restlichen Hubbels hier, die müssen wir weg. Ich bin clever. Wahnsinn. Ja. So. Ich hoffe, mein Qualität vom Headset ist jetzt besser geworden. Wir werden es ja, wie gesagt, später sehen. Von daher gesehen, denke ich, ist alles in Ordnung. So, hier ist schon alles wegtransportiert worden. Das ist ja sagenhaft, wie viel der jetzt doch weggemacht hat. Dann können wir den ja auch wieder ausmachen. Machen wir inzwischen zeitlich mal wieder an, wenn er dann wieder mal ein bisschen was drin hat. Verbraucht sich eigentlich dieses Upgrade-Ding? Nein, ne? Nee, das bleibt so. Gut. Boah, dann müssen wir mal so einen Flüssigkeitstransport. Genau, so einen Flüssigkeitstransport. Boah, das können wir auch da dran bauen, jemand. Aber das machen wir dann im nächsten Part, würde ich sagen. Weil wir haben ja diesen Part ja doch einiges geschafft, haben die Anbindung gemacht. Und wir werden dann einfach mal gucken, was da so bei rumkommt. Deswegen gehen wir mal eben flink zurück und gucken mal hinten in unserer schönen. So, die können wir da reinpacken wieder. Da rein alles hinpacken, was wir so doppelt haben. Zack. So, alles drin. So, hier kicken wir, ist alles fertig. Beziehungsweise weiß ich ja nicht mehr, ob es angekommen ist. Kann ja auch sein, dass es noch unterwegs ist, weil diese Transportrohre sind jetzt nicht die schnellsten. Verloren gegangen sind sie ja auch nicht, oder? Habe ich da noch irgendwas offen gehabt? Ich guck mal. Kann ja nicht sein, dass der schon alles weggewechselt alles hat. Doch, hier, da kommen sie. Aha, die sind noch gar nicht so schnell. Dick, 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 da sind sie alle. Ja, das läuft ja. Blöde Klee, ne? Ich hasse es. Gut. Kann man das hier wieder zumachen, wie es dazu gehört. Da habe ich ja nichts mehr, ist ja auch wieder klar. Wir haben aber noch ein bisschen Erde. So. Hier Eier einsammeln, Jungmann. So. Okay, das geht nicht. Gut. Auch gut. Wir müssen ein bisschen rauskommen. So ein bisschen schick machen. Komm schon. Oh. So, so. Sind ja immer noch nicht da. Gibt's ja noch nicht. So, hier machen wir uns nochmal irgendwie so einen Anbau dran. Damit man da so schön hergehen kann. Jo. Ich würde dann sagen, wir packen das Ganze wieder rein. Nehmen uns eben schon schnell die Eier hier. Klingelingeling. Haben wir noch da? Geht zu viel. Schmeißen die auch mal rein.
So, da waren jetzt nicht viele Hühner bei. Aber gut, hier gackert ganz schön laut. Was machst du hier? Push, lauf. Okay. Dann sagen wir mal, machen wir mal Part Ende. Haben wir schon lange noch wieder gemacht. Wir bringen jeden Part, habe ich mir überlegt, mein Level hier dann rein. Wir haben jetzt 40 Level schon. Und hier Energie ist auch ganz voll. Und hier ist voll. Und da kommen sie an mittlerweile. Da ist er schon fleißig am Brennen. Und dann gibt es hier genau Aluminium Nuggets. Gut, dann crafte ich die gleich mal eben zusammen und mache das offscreen. Und bis dahin, meine Leute, wir sehen uns, euer Da Capo und ciao.